Mein erstes Mal, ja, beim Ringen. In der Bundesliga gibt es ein bayerisches Derby und für die SVS Hallberg-Moos geht's dabei sogar um den Einzug in die Meisterschafts-Playoffs. Normalerweise bin ich ja für Fußball zuständig, aber hey, neue Sachen sind auch mal geil. Wir sind in einer Turnhalle, irgendwo im Nirgendwo. Der TSV Westendorf trifft auf Hallberg-Moos. Und das Ringen. Wie geil ist das denn? Das ist der Damian, der hat mich heute mal mitgenommen. Sag mal, wie kommen wir zum Ringen? Man wird reingeboren in die Fußballmatte. Naja, dann schauen wir jetzt einfach mal zu. Da ist die Matte und dann erkläre ich ein bisschen, was das alles ist, wie das funktioniert und viel Spaß beim Video. Bevor ich es vergesse, Hallberg-Moos kämpft heute in Blau. Es gibt für verschiedene Würfe entweder einen Punkt, zwei, drei oder sogar fünf. Wer am Ende der 6 Minuten mehr Punkte hat, gewinnt die Runde. Je deutlicher der Sieg ausfällt, desto mehr Zähler bekommt man am Ende. Der Kampf wird vorzeitig beendet, wenn ein Ringer 15 Punkte vorne liegt oder wenn die Schultern beide auf dem Boden sind. Zwei verschiedene Stile gibt es. Beim griechisch-römischen Stil darf nur der Körper die Trefferzone sein, beim Freistil beispielsweise auch die Füße. Insgesamt 10 Kämpfe finden heute Abend statt und es geht auch richtig zur Sache. Hier ist zu sehen, bei den unteren Gewichtsklassen ist logischerweise mehr Speed drinnen, während die schwereren Jungs doch mehr Power haben. Das Problem, leider führt der TSV Westendorf doch relativ klar. Also es ist Halbzeit, 9:4 steht es, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Leider für Westendorf. Das hier ist die Matte und die ist, wenn man mal ehrlich ist, nicht so sonderlich weich. Also das tut schon weh, wenn man da drauf liegt. Auch wenn der Damian gemeint hat, nee, also da tun sich die Leute nicht weh. Wir wollen keine weh tun. Trotzdem der Schmerz, insbesondere wenn halt dann so ein German Suplex kommt. Es ist halt mega geil und ich muss wirklich sagen, es ist halt lauter, als wenn man jetzt zum Beispiel bei Handball ist, wo ich ja mal war. Weil einfach die Halle so klein ist, so geballt alles. Von daher geht mal zum Ringen, es wird nicht mein letztes Mal sein. Aber hey, es ist noch nichts verloren. Aber es kann schon ganz schön eng werden. Das Aufwärmen vor den finalen Kämpfen ist wirklich sehr interessant mit anzusehen und so nah kommst du beispielsweise bei Olympia nicht an die Athleten ran. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die Stimmung wird von Kampf zu Kampf immer heißer. Tja, es ist ja auch ein Derby und erst fegt unser Ringer seinen Gegner mit 15 Punkten Unterschied weg und dann provoziert er die Heimfans. Wie geil ist das denn, ja? Entertainment gehört zum Ringen auch ein Stück weit dazu und der Typ ist einfach pures Gold. Trotzdem muss ich sagen, jeder Fan hat sich im Griff und klar, es gibt eine Rivalität, aber keiner schlägt über die Stränge und das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Am Ende ist es tatsächlich richtig, richtig eng, aber Hallberg-Moos dreht das Duell und zack, können wir feiern. So, es ist vorbei und ich muss wirklich sagen, es ist eine geile Erfahrung, das mal mitzumachen. Die Stimmung, besonders zum Ende hin, unfassbar gewesen, das komplette Match, den Kampf nochmal gedreht und am Ende tatsächlich mit einem 15:0 dann alles fix gemacht. So was ist ziemlich geil, auswärts zu gewinnen und dann auch noch in so einem Hexenkessel. Von daher, Leute, schade, dass ihr heute hier nicht mit dabei wart, denn live ist es natürlich noch mal ein bisschen geiler als in einem Video. Aber ich hoffe, die Emotionen sind zum Teil rübergekommen. Gebt einen Daumen nach oben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick und ciao.